Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 an die Arbeit. Ja, und wir sind immer noch auf der Arbeit und wir haben noch 5 Stunden Zeit, um hier noch ein bisschen was zu erreichen. Simray mit Objekttransformation transformieren, verbessern. Okay, dann machen wir das direkt mal. Wo habe ich denn da? Da, genau. Das machen wir jetzt mal als erstes. Mal diese schwere Geräte hier. Ja, in der letzten Folge haben wir ja festgestellt, dass wir eine Beziehung zum Erfindungsbauer haben. Also hier zu R2D2. Und ja, ich würde sagen, diese Beziehung wollen wir natürlich weiter aufbauen. Und vielleicht auch die ein oder andere romantische Interaktion mit ihm durchführen. Nein, natürlich nicht. Nein, das wollen wir wirklich nicht. Wir wollen keine romantische Beziehung zu einem Roboter. Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Ja, und was ist sonst noch so in der letzten Folge passiert? Ja, nicht wirklich viel. Ja, wir waren einfach auf der Arbeit, haben hier unser Bestes gegeben. Wir waren vorher zu Hause gewesen. Und ja, wir haben im Moment 1068 Simoleons. Das ist eigentlich an sich gar nicht so schlecht, aber da geht noch was. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Frösche züchten, Elemente. Okay. Mia hat den Simray so verbessert, dass sie jetzt Objekte transformieren kann. Objekte können jetzt in andere Objekte verwandelt werden. Vorsicht, das Original ist für immer verschwunden. Okay, einen Stuhl transformieren. Dann wollen wir doch mal einen Stuhl transformieren. Wir transformieren deinen Stuhl, weil du gerade drauf sitzt. Kannst du mal gehen? Ich werde mich da jetzt mal hinsetzen. Oder stehen hier hinten auch noch Stühle? Sind ja alle Stühle besetzt? Ja, dann nehmen wir den Stuhl. Komm, aufstehen, zacki, zacki. Und jetzt gucken wir mal, wie geht denn das jetzt? Achso, jetzt muss ich den erstmal wieder reinziehen, ne? Transformieren, genau. Und? Hammer! Wir haben einen Stuhl in einen Stuhl transformiert. Unglaublich! Was für eine Leistung. Oh mein Gott, ey. Super. Da haben wir ja wirklich jetzt mal richtig was gerissen. Also das ist ja unglaublich. So, wir sammeln mal hier ein paar Mikroskopproben. Und dann wollen wir das hier mal analysieren. Jetzt haben wir einen bequemen Stuhl mit Polsterung in einen harten Holzstuhl verwandelt. Cool. Also wirklich cool. Unglaublich, naja. Wir machen mal weiter. Wir analysieren mal die Pflanzenprobe. Und dann gucken wir mal, was die anderen hier so... Das ist das auch irgendwie eine komische Figur. Was ist das denn hier? Er ist hier dick und dann wird er hier wieder dünn und dann ist es hier so breit. Sieht aus, wenn er Hängebrüste hat. ja. Der Mann mit den Hängebrüsten, wir nennen ihn Max, genau. Max, der Mann mit den Hängebrüsten. Ihr wisst Bescheid. Falls ihr den in eurem Labor auch findet, guckt ihn euch mal genauer an. So, wie geht's denn mit deinen Bedürfnissen soweit? Das geht eigentlich. Ja, jetzt haben wir es auch fast geschafft. Jetzt sollten wir eigentlich auch eben durchziehen. Dann machen wir mal hier mit den... Reden wir mal mit diesem komischen Mann. Wir brauchen nämlich hier mal Metall. Oh, Metall bitte, genau. Jojo, kannst du mir mal Metall geben? Hallo. Hallo, Mann mit den Hängebrüsten. Hallo. Sind Sie anwesend? Ja, so. Dankeschön. Und jetzt haben wir es auch schon geschafft. Das ist gut. Dann brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr wirklich viel machen. Dann können wir jetzt nämlich mal hochgehen und uns um unsere Bedürfnisse kümmern. Wir machen uns mal ein Fertigessen. Weil wir sind ja noch ein Weilchen hier. 2 Stunden. Dann können wir wenigstens schon mal unsere Bedürfnisse so weit auffüllen, dass wir gleich, wenn wir zu Hause sind, gute Laune haben. Die Mary, die kann mal den Garten pflegen. Und das finde ich ja sowieso, ne? Also das finde ich ja total sinnlos, ne? Man klickt ja an den Garten pflegen, gleich kommt man nach Hause. Okay, ich nehme alles zurück. Sie scheint wirklich den Garten zu pflegen. Das ist ja unglaublich. Weil normalerweise ist es so, also ist mir jedenfalls aufgefallen, wenn man klickt, Fähigkeiten aufbauen oder Garten pflegen, dann kommt man nach Hause und der Garten sieht trotzdem noch genauso aus.
Deswegen wundert mich das jetzt. Vielleicht haben sie das gefixt, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es jetzt nicht mehr so anscheinend. Also irgendwie habe ich ja Spaß an diese Transformation, ne? Ich finde es ja irgendwie, finde ich es ja lustig. Aber dass wir einen Stuhl in einen Stuhl transformieren, das finde ich schon irgendwie, ja, mysteriös. Stopp, das will ich aus der besseren Perspektive haben. So ist schön. Ja, bleiben Sie sich trotzdem drücken. Ach ja, okay. Jetzt haben wir einen Bonsai-Baum in einen Schreibtisch verwandelt. Ja. An sich eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Ding hier mehr wert als der Bonsai, der vorher da stand? Denn dann wäre das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, oder? Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann gehen wir nochmal auf Klöchen. Ja, riech du mal an deinem leckeren Fertigessen, was wahrscheinlich mega lecker schmeckt. So ein Fertigessen kennt ihr bestimmt auch, habt ihr bestimmt alle schon mal gegessen. Ist meistens nicht so der Knüller. Aber es gibt wohl auch Leute, die mögen es extrem gerne. Wo hat sie den Teller denn jetzt hingeschmissen? Sie hat ihn einfach mal in die Luft abgestellt und weg ist er. Schön wär's, wenn das auch zu Hause funktioniert. Oh, alter Schmollmund. Warum schmolzt denn? Ist doch alles gut. Innen kalt, wegen Mikrowellengericht. Von außen ist es warm, doch innen kalt. Wie unbefriedigend. Okay, das ist wirklich unbefriedigend. Ja komm, ich würde sagen, kannst du hier mal ein bisschen tanzen gehen, dann kannst du mal ein bisschen deine Laune verbessern. So. Ein bisschen mehr mit Elan kannst du ja schon tanzen, oder? Oh Gott, die Arme. Kannst du jetzt gleich nach Hause gehen? Guck mal, nur noch 22 Minuten. Dann darfst du ab nach Hause. Oh Gott, die Arme. Total schlecht auf. So, komm. Wir gehen schon mal runter. Wir dürfen ja jetzt gleich gehen. Und dann müssen wir eigentlich noch irgendwas machen für die Karriere? Nö, ne? Ne, 6 Durchbrecher 10 haben wir ja. Rein theoretisch könnten wir ja jetzt eigentlich mal befördert werden, ne? Wir haben hier auf Gold abgeschlossen, wir haben unsere 6 Durchbrüche erzielt. Wir sind zwar nicht konzentriert, aber wir haben trotzdem alles getan. Blöd, naja. Mia hat heute fantastische Arbeit geleistet. Akademische Prestige und wissenschaftliche Errungenschaften werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das ist gut. Aber ich freue mich jetzt auch, dass wir wieder nach Hause kommen. 475 Simoleons haben wir verdient. Das ist auch gut, denn jetzt haben wir, glaube ich, so um die 1400, 1500 so. Müssten wir jetzt eigentlich haben. So, und da wir ja nicht so wirklich viel ausgeben, weil ich ja unbedingt immer noch den Laden haben will, immer noch, geben wir ja nicht so viel aus und dann, ja, geht das eigentlich an sich. Ja, du kannst dich jetzt mal umsehen, obwohl, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder vergessen. Was? Oh nö, das haben wir doch gerade erst verdient. Jetzt ist das ganze Geld wieder weg. Egal, dann würde ich sagen, du schreibst mal ein Genrebuch, wir schreiben mal ein Kinderbuch. Ich habe schon wieder vergessen, mir die Titel aufzuschreiben. Tut mir total leid. Auf jeden Fall in der nächsten Folge mache ich das. Versprochen, versprochen, versprochen. Denn, es geht ja nicht, ne? Hier gibt sich jemand Mühe, schreibt mir tolle Kinder- oder Buchtitel in die Kommentare und ich bin wieder so verpeilt und vergesst das Ganze wieder. Das ist natürlich nicht so toll. So, ich würde sagen, du rufst jetzt mal hier deinen Schnuffelpupsi an. Genau, einladen hier abzuhängen. Damit der auch mal wieder rankommt hier, der Mann. Und wir müssen auch unbedingt mal wieder hier die ganzen Leute besuchen. Also irgendwie komme ich hier im Moment noch zu nichts. Dominik Mertens wird gleich da sein, das ist gut. So, du schreibst dein erstes Kinderbuch, das ist auch schön. So, da ist er auch schon. Hallöchen, Puppchen. Ja. Genau.
So, jetzt machen wir noch mal kennenlernen und sowas alles. Und ja, ich hatte mir überlegt, dass wir, ja, ich hatte mir überlegt, dass die Mary vielleicht, und ich weiß nicht, wie ihr das finden würdet, das hier machen würde und dann vielleicht schwanger sein würde. Also das würde ich natürlich total cool finden. Und ich weiß zwar jetzt nicht, wie ihr das finden würdet, aber ich finde das cool und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das einfach. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Und dann gucken wir mal, ob das hier direkt fruchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, das ist, ja, das ist jetzt leicht unangenehm. Genau, geh du mal raus. Das würde ich nämlich auch ungerne wollen. Du kannst ja auch mal jemanden einladen, denn du hast es ja hier auch die ein oder andere Liebschaft. Dann machen wir, laden wir mal den Mason ein. Das war jetzt nicht so bestens gelaunt. Aber der kommt, das ist gut, der kommt. Bei euch beiden läuft's. Ja, irgendwie sehe ich die beiden nur noch im Bett, komischerweise. Aber gut, wer hat, der kann, würde ich sagen. So, du läufst mal hier hin und da kommt er auch schon. Hallo. Direkt mal Tag verschönern. Also die verstehen sich auf jeden Fall freundschaftlich besser als ja, liebesmäßig. Aber das können wir noch ändern. Das ist ja nicht das Problem. Knuddeln. Flirten. Fragen, ob Sims Single ist. Ja, das muss ja unheimlich aufregend gewesen sein. Du bist direkt am Schlafen. So, dann gehen wir mal wieder hier hin. Also einerseits will er und einerseits will er auch irgendwie nicht, ne? Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Mal klappt dieses Flirt, mal klappt dieser Flirt und mal klappt dieser Flirt irgendwie nicht. Ne? Das ist irgendwie total komisch. Ach, weißt du was? Ich pack mich dir jetzt einfach. Pack mich dir jetzt. Gute Deutsch. Und dann fahren wir nämlich mal jetzt irgendwo hier hin. Ich will auch diesen Easy jetzt mal kennenlernen, eigentlich mal mehr. Den finde ich auch total cool. Wo fahren wir denn mal hin? Fahren wir hier hin, fahren wir hier hin, fahren wir hier hin. Komm, wir fahren einfach mal die große WG besuchen. Gehen wir mal alleine hin. Gucken, ob die um diese Uhrzeit überhaupt noch wach sind. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Aber dann gehen wir einfach mal dahin und gucken mal, was die so machen. Ich hoffe, die sind überhaupt wach. So. Aber die haben ja auch ein schönes Haus eigentlich, ne? Das gefällt mir auch total gut, aber es ist ein bisschen dunkel, so ist so gruselig. Wohnt ja auch Familie Grusel, ne? So, klopf, klopf, jemand da. Oh ja, hier ist Full House Time. Oh, die ist ja auch süß. Hallo. Um DNA-Probe bitten. Hallo, kann ich meine DNA-Probe von dir haben? Danke. Die sind ja auch nicht schlecht, die beiden hier. Und stellen wir uns hier einfach mal ein paar Leuten freundlich vor. Man muss ja jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen hier jemanden finden. Also ich würde sagen, die Mary hat ja jetzt jemanden, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das freut mich auch, dass die Mary jemand, die sieht auch cool aus, dass die Mary schon mal jemanden hat. Aber die Mia muss ja jetzt nicht auf Biegen und Brechen auch sofort einen Freund oder was finden. Ne? Also da können wir uns ja Zeit lassen. Das muss ja jetzt nicht sofort alles sein und jetzt muss jeder hier einen Freund haben. Ich denke, wenn die Mary jetzt erstmal einen hat, ist das auch schon gut. Ja, die scheinen sich ja prächtig zu verstehen. Also irgendwie eckt Mia an. Jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall braucht sie jetzt nicht auf Biegen und Brechen auch einen Freund, denke ich mal. Ich denke, das wird auch erstmal so gehen. Man kann ja auch hier mal so ein bisschen rumflirten und auch vielleicht erstmal ein paar Freundinnen finden. Ne, oder so. Man muss ja jetzt nicht direkt hier mit jedem anbändeln. Das muss ja nicht sein. Und ich denke, der Richtige wird für mich ja sowieso noch kommen, wo es auf einmal Peng macht. Aber ihr habt euch so viel Mühe gegeben, wenn ich die Sims so sehe. Die sehen so toll aus. Auch sie hier, ne? Die finde ich total klasse. Mit ihren blauen Haaren sieht total cool aus. Zwar sehr dünn, aber trotzdem. Mal über ihre Interessen reden. Vom Herzen komplimentiges Kompliment. Genau.
So. Aber eigentlich brennt es mir jetzt die ganze Zeit unter den Fingernägeln. Ich will jetzt wissen, ob Mary schwanger ist, ne? Ja, okay, wir müssen wieder nach Hause. Tschüss. Naja, wenigstens waren wir jetzt mal kurz weg und waren mal kurz bei denen und haben die mal eben besucht. Dann kennen wir die jetzt nämlich auch und dann können wir die nämlich auf Partys und so weiter, können wir die einladen. So, und jetzt kommt aber hier ne, die Frage aller Fragen. Ich will es wissen und deswegen muss die gute Mary jetzt auch raus aus den Federn, denn ich möchte gerne erfahren, wie weit. Also die beiden, die können auch die Finger nicht von sich lassen, ne? Komm, du gehst mal ins Bettchen, du bist schon müde. Und du machst jetzt hier mal auf dem beleuchteten Klo einen Schwangerschaftstest. Und ich beobachte dich dabei. Und. Hat's geklappt? Mary ist nicht schwanger. Oh Mann. Also das kann ich jetzt leider nicht so auf mir sitzen lassen. Mary ist so traurig. Ach, wieso? Nicht gefruchtet wegen negativen Schwangerschaftstests. Manchmal kann es schwer sein, als man denkt, eine Familie zu vergrößern. Ach Gott, die Arme. Aber tut mir echt leid, ne? Aber Mary, doch nicht aufgeben. Vielleicht klappt es ja noch. Vielleicht klappt es ja noch. Komm, hier, guck mal. Geh mal den Garten mit deinen Tränen gießen. Ach, jetzt bist du wieder glücklich. Das ist gut. Dann können wir es jetzt nämlich direkt nochmal versuchen. Komm, schnell, schnell, das schaffen wir noch. Komm, ich spring mal ein bisschen vor. Wie das aussieht, das wissen wir ja mittlerweile alle. Das brauchen wir uns ja jetzt nicht nochmal so genau angucken. Zack, 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 zack. Schnell, 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 schnell. So, und jetzt nochmal, komm. Chaka, ich habe das Klo im Blick. Da ist es, das Klo, das die Welt bedeutet. Und? Ja! Yay! Wir sind schwanger! Für zwei Essen. Herzlichen Glückwunsch, Mary wartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Ja, die Girls WG bekommt ein neues Mitglied. Und ich hoffe, das freut euch genauso wie mich. Guck mal, wie süß! Ja, und ich würde sagen, dann sind wir in der Girls WG bald zu dritt und vielleicht bleibt es dann nicht mehr eine reine Girls WG. Wer weiß, wer da so zukommt. Ob jung oder Mädchen, das werden wir dann auf jeden Fall noch erfahren. Und ich hoffe, ihr freut euch und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.